Gut, das bin ich. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Haha. Er kommt nach oben. Die sind so intelligent, ne? Alter! Die Viecher. Die Viecher sind doch echt nie normal. Okay, wir nehmen einfach mal die ganzen Notizzettel weg. Aber dieses Geräusch geht so einen auf den Sack, ne? So. Alles kein Mimik, alles klar. Gut. Auch kein Mimik. So ein Fakt da. Was? Durch die Scheibe willst du mich verarschen? Scheibe, ne? Okay, jetzt habe ich die Scheibe kaputt gemacht. Okay, aber die Scheibe war da. Eter Gemeinheit. Wie kann Mimik dort? Muss die ganzen Zettel entfernen. Und dann der Besitzer wiederkommt, ne? Alter, der macht dann auf Monk. Bestimmt von woanders hergekommen. Mal, wer bringt die alle zu mir? Die hier auf einmal so auftauchen. Kann mir das mal bitte einer erklären? Bist du mal klein? Okay. Dr. Yu. Du kleines, mieses Drecksvieh. Nicht das Vieh gerade. Hallo, Dr. Yu. Okay, das Vieh hat sich selbst verabschiedet. So.
den Fall meintest du. Halt nicht so einfach, Schatz, wenn du da hin zeigst, aber... Eieieiei, ist gerade wieder Leben am Limit, ey. Die haben immer so den unnötigsten Scheiß dabei. Das, was du brauchst, kriegst du nie. Ich häng fest. Hallo. Petri, schade. Alter. Wie kräftig das Ding ist, ne? Statusbericht. Das Objekt. Selbstmord gefährdet. Aha. 37 rausbekommen, war durch meines Reden möglich. OP-Termin. Aha, okay. Geschützt? 9 mm, toll. Wozu habe ich mir jetzt welche gemacht? Ja, stimmt. Jetzt habe ich genug. Ein bisschen. Eieiei. Low-Kanone. War nur die Muni. Dr. Thorstein, wo sind Sie? In der Werkstatt. Ich habe eine Explosion gehört. Vergessen Sie das. Nehmen Sie mit, was Sie können und kommen Sie in mein Büro. Wir evakuieren. Was? Was soll ich? Neuromods, exotisches Material. Beeilung, wir treffen uns in meinem Büro. Ja, Sir. Und bringen Sie eine Glühkanone mit. Okay. Wir können die Viecher also jetzt auch noch anlocken. Gut. Davon brauche ich mehr. Dann auch so eine dicke, fette Recycler-Bombe drauf. Ist das nicht faszinierend? Diese goldenen Filamente haben irgendetwas Engelhaftes an sich. Wie gefrorenes Licht. Die Typhon weben es aus dem Nichts. Aber warum? Wir haben viele Theorien, aber keine guten Antworten. Noch nicht. Ich wünschte, du wärst bei mir morgen. Nicht so, wie du jetzt bist, sondern wie du einmal warst. Ich weiß, zusammen könnten wir es schaffen. Wie in alten Zeiten. Aha, okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihr Bruder nicht so ganz kacke unter der Waffel ist. Oh, Reifenköder. Das sieht Nachtlicht aufgeladen. Wie sind die Texte nicht? Interessant. Geräusch. Woher weiß ich das? Familienfoto. Schon passen. Programm auslöschen?
Oh, nein, ich wollte nicht gut. Die neutralisieren. Aha, okay. Kannst du dich jetzt nicht mehr verwandeln? Ah. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Ist großer Mimik. Ist erwachsen geworden. Kann sich aber dadurch nicht mehr verwandeln. Bis dran. Wollte es noch größer machen. Mimik. Erklärung dazu. Die Texte sind wirklich nicht gerade interessant. Da sollte ich mir erstmal was einwerfen, wa? Ist hier nicht wegen der Medizin. Dein Wissen über Medizin erhöht die Effektivität von Medikits auf 300. Die Medikits. Das ist verdoppelt die Dauer der wohlgenährten Bonus. Neuromods herstellen? Aus dem exotischen Material? Was? Ja, wird hundertprozentig teuer sein. Ja, hier ist nichts, hier ist nur die Erhöhung. Ärgert, weil ich das jetzt machen könnte, ne? Betsy ist wichtiger. So. Wieso ist bei Verwandeln Ausrufezeichen? Ach, guck mal, wir können uns in eine Tasse verwandeln, oder was? Okay. Standardtasse? Große Tasse? Luxustasse? Also Alisea-Tasse, ja. Zocco-Tasse. Okay, Zocco hat schlechte Laune, hat schlecht geschlafen, Tasse. Okay. Ah ja, halbe Liter-Tassen. Alter, Falter. Ja, ich weiß, dass es die gibt, aber... Okay. Lalalalala. Lalalalala. So, Feuercraft. Macht die bösen Aua. Jetzt macht die bösen Aua. Und keiner schreit zum Bauern. Das war echt nicht rein. Das ist so ein Punkt, weiß ich, den verstehe ich bei manchen Spielen nicht, aber. Pass auf, jetzt komme ich nicht mehr wieder zurück. Doch. Intelligenter als ein Mimik. Oh Mann. Dabei hätte das Papier, hätte das Vieh das locker schaffen können, ne? Teifenorgan. Nix.
Oh, dieses Ding, ey, das nervt so. Okay, Notizen. Dr. Yu. Forschung abgeschlossen. Ja, ist es ein Geschütz? Okay. Hätte gedacht, dass das ein Geschütz ist. Aber hier kommen wir nicht so ohne weiteres rein, wa? Da wir nun wissen, wozu die Typhon fähig sind und wozu nicht, sollten wir das Material für Projekt Kobalt noch einmal prüfen. Igwe? Neuromods können Typhon-Material ans menschliche Gehirn anpassen. Prinzipiell sollte es auch umgekehrt funktionieren. Setzen wir also einem Typhon menschliche Neuronen ein. Wie erkennen wir, dass wir Erfolg hatten? Die neue Neuralstruktur müsste in einer Reihe von tatsächlichen Erfahrungen reifen. Oder simulierten. Was? Die Erfahrungen simulieren. Calvino, er hat... Tja, höchst faszinierend, aber... Konzentrieren wir uns lieber auf das, was funktioniert. Ich will keine Ressourcen verschwenden. Eieieiei. Hallo. Okay, Station fällt auseinander. Rettet euch. Hä? Hat mich denn jetzt da umgebracht, bitte? Er hat mich geschubst von euch. Wozu die Typhon fähig sind und wozu nicht, sollten wir das Material für Projekt Kobalt noch einmal prüfen. Igwe? Neuromods können Typhon-Material. Du gibst mir noch nicht mal ein Fruchtzwerg ab. Prinzipiell sollte es auch umgekehrt funktionieren. So gemein. Setzen wir also einem Typhon menschliche Neuronen ein. Wie erkennen wir, dass wir Erfolg hatten? Die neue Neuralstruktur müsste in einer Reihe von tatsächlichen Erfahrungen reifen. Oder simulierten. Was? Die Erfahrungen simulieren. Dr. Yu. Calvino, er hat... Tja, höchst faszinierend, aber... Konzentrieren wir uns lieber auf das, was funktioniert. Ich will keine Ressourcen verschwenden. Was hat mich da jetzt bitte umgebracht? Nee, ich hatte es ja gerade gesehen, hab das da. Was ist? Deswegen, das hier kann es nicht gewesen sein. Neue Psi-Fähigkeit verfügbar. Ist ja schon wieder. Scan abgeschlossen. Weitere Proben benötigt. Das hier muss das gewesen sein. Ich griff mich schon wieder von hinten an. So ein Recycling-Apparat, ne? Da könnte mehr rumliegen davon. Oder den Granaten. Ich versuche ihn schon die ganze Zeit in die Telefonleitung zu bekommen, aber irgendwie... Na, und dann rutscht der mal ab, oder? Ich probier's nochmal. Ja.
Jetzt wird mir so einiges klar. Moment. Weißt du, du versuchst es über den Monitor mir so anzubieten. Und deswegen ist der Monitor von dir immer so ein bisschen beschmiert. Und deswegen leckst du deinen Monitor ab. Weißt du, und dann kommt seine Frau rein. Schatz, was machst du da? Es ist Fruchtzwerg da dran. Ich hab gekleckert. Das sieht von hier aber nicht danach aus. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Ich lecke nicht Dante übers Gesicht. Ja, jetzt kommen die Wahrheiten auf den Tisch, ne? Oh Mann. Oh, dumme Idee. Hat irgendwie nicht alle davon gefressen. Du bist gerade hier rübergejumpt. Da ist etwas dort draußen. Ich weiß es.